Im Jahr 1989 entstand aus dem enormen Ideenreichtum des innovativen Vordenkers das erste patentierte Gerät, die Kanaldeckelfräsmaschine für den Straßenbau. Diese löst mittlerweile viele Probleme und wird nicht nur bei der Sanierung eingesetzt. Auch vor dem Abfräsen des innerörtlichen Straßenbelags kommt sie immer mehr zum Einsatz. Die Schächte und Schieberkappen müssen vor dem eigentlichen Fräsvorgang mit einer Großfräse aus der Fahrbahndecke entfernt werden. Dies geschieht oft noch durch zeitaufwendiges Freistemmen mit Presslufthammer und so weiter. Natürlich geht es auch anders und das viel schneller. Mit der Stehr-Kanaldeckelfräse SKF 950, angebaut an einen Bagger oder Radlader, wird nach Ausrichtung der Schachtrahmen über dem Kanalschacht rund in der Asphaltdecke bis zu einer Stärke von 30 cm in nur 1 bis 2 Minuten freigefräst. Anschließend wird der Schacht mit einer Stahlplatte, mit Kies oder Fräsgut auf Belagshöhe abgedeckt. Die Großfräse fährt nun, ohne ab- und neu anzusetzen, darüber. Auch hier gilt wieder der Stehr-Slogan: Ideen von Stehr können halt mehr. Weitere innovative Stehr-Ideen finden Sie auch unter www.stehr.com und unsere Baumaschinen live in Aktion unter www.stehr.tv. Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Zögern Sie nicht und schreiben Sie uns eine E-Mail an info@stehr.com oder rufen Sie uns an.